dementsprechend alles richtig gemacht. Boah, also hier durch diese ganzen Bu... Es ist Zeit für eine neue Folge von Cloudy SMBU, meine lieben Freunde. Was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind mittlerweile im vierten Part dieses Hacks und er hat es definitiv in sich. Und heute gehen wir in den Root Sky Tower. Das klingt irgendwie, Roots sind ja, es heißt ja Wurzel. So als ob es hier, mit, ja genau, mit Pflanzen und so weiter zugehen würde. Ich bin sehr gespannt und fällt euch was auf, Leute. Seht ihr das? Da passen die Texturen nicht so 100% übereinander. Schande, Schande. Nein, alles gut. So, jetzt ist nur die Frage. Er will ja, dass ich mich mit der Kanone darüber booste. Aber komme ich da auf diese Pflanzen hoch? Ja, komme ich. Aber hier ist nichts. Alles klar. Moment, da brauche ich jetzt kurz Anlauf. Gar nicht so leicht, hier hochzukommen. Dann will ich mich doch mal... Ah, nee, ich booste mich gar nicht. Es geht nach unten. Joch. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott, das steigt ewig. Das steigt ewig weit. Ich dachte, das würde wieder nach unten gehen. Das ist ein Wettrennen gegen die Säure. Okay, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber das macht das Ganze definitiv ein bisschen spannender. Ich war erstmal so begeistert. Oh, geile Grafik und alles drum und dran. Neue Texturen so. Was geht ab? Berlin, was geht ab? Geht's euch gut? Aber, ne, nix da. So, hier ist direkt Action angesagt. Und direkt Flucht vor allem auch angesagt. Jetzt bin ich wieder tot. Wow. Okay. So. Jetzt ist hier ein bisschen mehr Action angesagt. So, die Frage ist halt einfach, wo zur Hölle muss ich hin? So, es kann halt überall irgendwie was sein. Also auch so Starcoin-Verstecke und alles drum und dran. Ich bin maximal verwirrt. Oh mein Gott, was wird das für ein Level? Was wird das für ein Level? Okay, Guys. Ich bin wieder am Start. Jetzt ist halt einfach wirklich so... Die Frage, wo sind Verstecke? So, ne, wo ist irgendwas? Das sieht halt auch schon... Also ich denke, das sieht halt jeder Trottel, dass da was ist. So, ich lasse mich halt auch treffen wie ein Trottel, um da hinzukommen. So, und hier ist Starcoin. Das ist auch sogar Starcoin Nummer 1. Das ist sehr angenehm. Da muss ich drüber. Und da auch. Huh! Hier ist noch mein One-Up. Oh, ich brauche gar nicht so viele One-Ups eigentlich. So, jetzt noch die Frage, hat er hier drüben was hingepackt? Das sieht halt super verdächtig aus. Nee, das ist, glaube ich, nur ein anderer Weg. Nein, ich bin... So blöd. So, Guys. Jetzt sind wir wieder oben. Jetzt gehe ich auch einfach direkt durch die Röhre. Einfach mal gucken, was abgeht. Sehr herausfordernd, der Tower. Aber auch sehr, sehr schönes Design. Auch hier diese Steintexturen. Die sind safe neu. Die sind zu 100% neu. Die hat er selber gemacht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann die im Spiel mal vorkam. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier jetzt der Zwischenraum. Ich denke nicht, dass ich eine Starcoin bisher verpasst habe. Aber ich denke, jetzt wird halt die Flucht vor der Säure weitergehen, oder? Würde ich jetzt einfach mal vom Levelaufbau her vermuten, ne? Diese brüchigen Steintexturen finde ich sehr fresh. Sehen zwar an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, ein bisschen billig aus. Sie sehen eher so ein bisschen aus wie kaputte Pixel oder so. Aber prinzipiell allein schon die Idee und so weiter, sehr, sehr befürwortenswert. Finde ich sehr, sehr cool. So, aber jetzt ist halt einfach so die Frage, wo zur Hölle muss ich überhaupt hin? So, werde ich überhaupt von Säure verfolgt? Oder mache ich mir gerade komplett umsonst Gedanken? Da oben ist ein Starcoin. Okay. Das ist jetzt Priorität Nummer 1. Vielleicht eine Ranke? Vielleicht eine Ranke? Nein. Okay. Wie komme ich da hoch? Da werde ich ja vermutlich mich hier irgendwie hocharbeiten müssen. Und dann vielleicht von oben nach unten springen. Ja, doch, von hier. Von hier. So, und daran können wir jetzt auch dann noch hoffentlich ablesen, ob das jetzt halt Starcoin 2 oder 3 ist. What? Hier geht's für mich nicht runter. Wie komme ich da hin? Ist da vielleicht irgendwo eine unsichtbare Wand? Oh, shit.
Das muss ja fast. Da muss eine Ranke sein. Da ist sogar so ein Block, um die Ranke aufzuhalten. Da ist safe irgendwo eine Ranke. Gebt mir einen kurzen Moment. Vielleicht hier bei dieser Münze? Ja, hier bei dieser Münze. Ah, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Und das ist die 2. Okay. Das heißt, quasi bis zu dieser Höhe sind wir noch aktuell. Und wenn wir jetzt hier weiter nach oben marschieren, ab hier beginnt jetzt quasi, so würde ich sagen, die Suche nach Nummer 3. Wahrscheinlich, wenn ich hier nach oben gehe. So sehr, sehr tricky. Sehr, sehr tricky hier den Überblick zu behalten. Aber bisher schaffen wir es noch ganz gut. Hier ist noch eine Feuerblume, aber wenn hier der Boss ist, dann haben wir StarCoin 3 irgendwo verpasst. Ich bin fast dazu verleitet, hier runter zu hüpfen, Leute. Ich tue es einfach. Was soll's. Ihr merkt immer daran, dass ein Level mich extremst kopftechnisch fordert, wenn es mir schwerfällt, flüssig zu kommentieren. Weil ich dann die ganze Zeit am Denken und Überprüfen bin, was ich übersehen habe. So, wo noch ein Secret ist, so die Secret-Suche gestaltet sich dann immer als sehr, sehr herausfordernd. Aber ich sehe nichts, was ich verpasst haben könnte. Ich sehe einfach nichts, was ich verpasst haben könnte. Ich denke fast, dass ich zum Boss gehen werde. Vielleicht hat er die StarCoin irgendwo beim Bosskampf platziert oder sonst wo. Ich kann euch nicht sagen, wo hier sonst was sein soll. Notfalls werden wir uns hier nochmal umgucken müssen. Oder er hat tatsächlich die Nummerierung verkackt. Und StarCoin 3 ist vielleicht quasi leveltechnisch vor der 2 oder I don't know. Ich weiß es nicht. So, Bum Bum hat eine neue Arena bekommen. In den Wolken. Passend zum Level-Theme. Und er wird Flügel bekommen, oder? Nein, er wird groß. Okay. Oh nein, er hüpft. Du Sack. Seit wann hüpfst du so viel? Okay, aber jetzt werden wir ihn hier einfach asozial wegdümpeln. Zack. Mit einer Stampfattacke noch schön verzögert, dass ich nicht getroffen werde. Man könnte meinen, ich wäre ein Profi. Bin ich nicht. Weil ich habe nämlich die dritte StarCoin nicht. Und das wird jetzt sehr spannend, die suchen zu gehen. Jetzt wird das Schloss sich nochmal... Jetzt kommt dieser Wirbelsturm, oder? Ja. Das ist übrigens Kamek und kein Magikoopa. Das ist ein Kamek. Beziehungsweise man sagt gar nicht ein Kamek, es ist der Kamek. Kamek ist einer. So, aber es ist noch kein kompletter Wirbelsturm. Er fängt nur langsam an, es einzuwirbelsturmisieren. Such mir StarCoin 3. Hier ist was. Was ist hier? Ich kann mich hier diese, da wo schwarze Textur im Hintergrund ist, da kann ich mich nach oben arbeiten. Und dann ist hier eine durchlässige Wand. Dann ist hier eine durchlässige Wand mit StarCoin 3 verdammt gut versteckt. Egal, ihr habt sie gesehen. Oh yes! Damit hätten wir alle 3 StarCoins hier und können uns nun in den wahrscheinlich sehr nebligen Geisterwald wagen. Ne? Es ist ja immer noch quasi cloudy. Oh, sogar ein Geisterhaus. Geisterhaus ist, glaube ich, immer ein Secret Exit, oder? Oh! What? Oh mein Gott! Wie gut! Man denkt so, yo, ich muss in das Haus reinlaufen. Und dann fällt man einfach in so eine riesige Grube, die sich wahrscheinlich als großes Grab oder als riesige Gruft herausstellt. Absolut feierbar. Absolut feierbar. So, und dieser Büro ist jetzt mehr als blöd platziert. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut und ich bin gespannt, was es hier zu tun gibt. Dieser Hack überzeugt einfach immer und immer und immer wieder mit grandiosen Ideen. Ob man will oder nicht. So, hier könnte was versteckt sein. Oh, nur ein One-Up! Ich meine, auf der einen Seite finde ich es verdammt gut, dass er viele One-Ups versteckt hat, weil er dadurch einfach
die Secret-Sucher belohnt, aber ich freue mich halt mehr über Starcoins. Ich bin halt so ein Materialist. Starcoins sind mir wichtig. Ohne die läuft hier gar nichts. Aua. Oh, ich spiele aber auch nicht gut gerade. Da könnte was sein hier drüben. Yes! Und das ist auch Starcoin Nummer 1. Dementsprechend alles richtig gemacht. Boah, sich hier durch diese ganzen Bu... Du Schreinermeister. So, jetzt hier aufpassen. So, jetzt verziehen sich die Mäuse. Ich habe den Checkpoint. Und alles ist einwandfrei. Boah, ganz schön fies. Direkt allein schon der Beginn des Levels ist ganz schön fies. Und auch jetzt dieser... Oh, come on. Was soll das? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich muss auf die Boos aufpassen, dass ich nicht zufälligerweise in den lande. So, und wofür mache ich all das? Es wäre für ein Power-Up gewesen, wenn ich diesen Boxer davor nicht kaputt gemacht hätte. Oh boy. Ist eine Starcoin hinter dem großen Buhu? Das ist ein beliebtes Versteck. Ist es nicht? Okay. Boy, ne? Schwierigkeit ist da. Aber sowas von... Da geht's rein. All diese Gruft, die hat's in sich. So, oh, jetzt P-Switch Run. Alles klar. Sehr cool. Hat ja schon fast Mario Maker Style. Was muss ich hier tun? Was muss ich denn hier tun? Oh, ich lebe noch. Dieser Heck, ne? So gut. So gut. Ich glaube, gefühlt in jedem Paar. Oh, sorry. Jetzt bin ich gerade gegen die Kamera gestoßen. Moment. Oh, da kommt ein Geist. Stopp, bevor jetzt die Kamera. Ich muss mal kurz die Kamera mit meinem Fuß richten. Doch, ich glaube, so passt sie. Also gefühlt in jedem Part lobe ich diesen Hack. Aber es gibt ja doch einfach immer Grund zum Loben. So, es gibt ja einfach immer wieder irgendwelche Neuerungen und Innovationen. Also, das ist wirklich ein unglaublich starker Hack. Das ist auch so ein Hack, da hast du auch nicht das Gefühl, dass es hier mit dem Amateur-Hack zu tun, sondern das fühlt sich wirklich wie ein Major-Hack an. So, da ist einfach das Gefühl, da hat jemand wirklich viel Herzblut reingesteckt, hat sich Gedanken gemacht und das funktioniert einfach so. Jetzt frage ich mich aber, warum ich dieses Trampolin hier habe. So, ich werde jetzt erstmal hier mir die Starcoin holen. Jetzt werde ich nochmal einen Treffer hier einstecken. Es kann sein, dass dieses Trampolin etwas mit einem Secret Exit zu tun hat, kann ich mir vorstellen. Wir werden das gemeinsam herausfinden, ne? Oder nicht? Warum ist das Trampolin da? Wofür? Wofür kriege ich das? Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Oh, hier ist dann wahrscheinlich der normale Exit, würde ich vermuten. Und dann suchen wir noch... Ah, das ist der Secret Exit. Okay, aber dann werden wir wahrscheinlich auch wieder einen normalen Exit finden. Ich bin... Oder nicht, ich weiß es nicht. Aber warum zur Hölle haben wir das Trampolin bekommen? Aus welchem Grund? Und ich will auch noch überprüfen, was passiert, wenn wir mit einem Feisthörnchen am Anfang über diese Lücke fliegen. Ne? Ah, das ist der Secret Exit in die Wolken. Okay, ich glaube, es gibt hier keinen Secret Exit. Ich glaube, der Hack will, dass man jetzt hier hoch in die Wolkenwelt geht. Der will nicht, dass man hier in den Geisterwald geht. Trotzdem probiere ich es noch. Ich nehme mir hier das Hörnchen. Damit treten wir das Level. Und fliegen am Anfang über diese Grube. Oh shit. Hier ist was. Es ist doch ein Secret Exit in diesem Level. Ich hab's mir schon gedacht. Yes! Und oh, das melonende Gefühl, so ein Secret zu finden, ist unschlagbar. Geil. Und dann geht's doch noch in den Geisterwald weiter. Das wird spannend. Das und vieles mehr erkunden wir beim nächsten Mal, Friends. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Cloudy SMBU mit mir, dem Hübi.
Haut rein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und übrigens, da könnt ihr abonnieren. Aber das wisst ihr. Haut rein.